Ein großes Thema KI haben wir ja schon ein bisschen besprochen. Ich sag mal, künstliche Intelligenz in ihrer Reinform oder in ihrer Entwicklung in 15 Jahren ist für viele Menschen beängstigend. Da war heute auch Ray Kurzweil da von Google, einer der Pioniere im ganzen Bereich Singularität, also wo es die Verbindung von Mensch-Maschine geht oder dass die Maschinen genauso intelligent werden wie die Menschen, quasi auf Augenhöhe uns dann irgendwann begegnen, weil sie genauso denken können. Wie siehst du diese Bewegung oder diese Forschung? Wie hast du das empfunden? Ich bin da tatsächlich, obwohl ich ansonsten Optimist bin, doch ein etwas ängstlicher Skeptiker. Wir müssen ja zwei Ebenen unterscheiden. Das ist einmal künstliche Intelligenz, das sind Spezialprogramme, ne? Also beispielsweise ein Schachprogramm, das dazulernt, oder ein Programm, das Kundenanfragen beantwortet und ständig dazulernt und besser wird. So, die sind in einem bestimmten Korridor tätig. Was aber darüber eine Rolle spielen kann, ist dann Maschinenintelligenz. Und das heißt eine Intelligenz, die deutlich intelligenter, smarter, wissensreicher ist als die gesamte Menschheit zusammen, weil sie Zugriff auf sämtliche Daten hat, die irgendwo digital hinterlegt sind und verfügbar sind. Und die sich vor allen Dingen exponentiell entwickelt. Und so eine Maschinenintelligenz hätte unendliche Ressourcen, wäre unendlich schlau, wäre unendlich machtvoll. Und da kommen wir dann in so eine Begriffswelt, wo man fast schon irgendwie den Begriff des Göttlichen in den Mund nehmen möchte, es dann aber doch nicht tut. Das heißt, unvorstellbar, was da möglich wäre. Und das ist ja dann auch keine Maschinenintelligenz, die auf einem Server wäre, so dass du einfach einen Knopf drückst und dann ist das Ding aus irgendwie, wenn uns Menschen das zu viel wird, sondern die würde sich verteilen über sämtliche Chips, Rechner, Server etc. dieser Welt und könnte sich von dort nach dort ziehen etc. und hätte vor allen Dingen die Prioritäten A, des Selbsterhalts, also der Verteidigung, zweitens der Ausdehnung und drittens des permanenten Dazulernens. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Sichtweisen darauf. Es gibt die Optimisten, die sagen, ach, das haben wir doch alles im Griff und so. Und früher haben die Leute ja auch gesagt, wenn die Autos kommen, ja, und so. Aber es gibt auch diejenigen, die sagen, das Ding wäre so groß, dass es uns als unbedeutend betrachten würde. Wir wären die Käfer. Und warum sollte sie die Käfer füttern? Ja? Und warum sollte eine solche Maschinenintelligenz den Käfer nicht die Elektrizität nehmen, weil sie die eben selbst braucht? Also ich bin da wirklich so ein bisschen sorgenvoll.